Wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Willi und ich nehme heute diese Auto ab. Das ist eine Mercedes M4 E4630. Ich komme vom Fach, ich kenne nicht Fahrzeuge. Also mal im Ernst, wir machen mal so eine Bestandsaufnahme heute für euch. Der Marc übernimmt heute mal die Kamera, weil ich kann nicht filmen. Ja. Kriege ich immer Ärger vom Marc. Sonst würde das so aussehen. So. Ja, gehen wir erstmal so von oben. Was haben wir alles? Was müssen wir machen? Ganz trivial, erstmal die ganzen Sticker, Blaukeil runter etc. Die Felgen müssen runter. Die Motorhaube muss weg. Also ihr wisst, die Motorhaube, die wird getauscht. Da machen wir eine E36-Haube wieder drauf. Die Kotflügel, die auch leider ein paar Dellen haben, wir wissen nicht genau woher. Die ist ohne Dellen angeliefert worden. Die kommen weg, auf den Grund, weil die diese Nieren hier haben, die, wie wir im Jahresabschlussvideo schon gesagt haben, die sind nicht so schön verarbeitet hier. Und die sind einfach, die sehen einfach nicht aus. Ja. Will man einfach nicht haben. Zumal wir das Problem haben, die sind, alle Radläufe hier sind gezogen, vorne wie hinten. Hinten ist ein bisschen problematisch, da sind wir noch am Überlegen, ob wir das irgendwie wieder auf Originalzustand kriegen. Vorne auf jeden Fall durch die neuen Kotflügel. Ich will gerne mal darauf hinweisen, dass du wirklich einen Zettel hast, wo da steht, was wir gleich machen werden. Ne? Also das das hat er wirklich aufgeschrieben. Das Werkstattauftrag hier. Das ist der Werkstattauftrag. Kai. Genau, der Kai kommt definitiv runter. Runter. Dann, wir gehen erstmal außen durch. Genau. Der Heckdeckel kommt neu. Genau. Zeigen wir euch gleich nochmal genauer, aber genau. Also der Heckdeckel, auch das im Jahresabschlussvideo einmal kurz gezeigt. Der ist halt, da waren halt die Spoiler drauf und der hat die kleine Kennzeichenmulde. Und der ist halt hier, wenn man mal hier hinten guckt, also von der Verkabelung, vom durchgeschnittenen und vom hier ist es geschweißt worden. Der ist halt wirklich nicht mehr zu retten. Eigentlich schade, weil der. Naja. Eigentlich mit der US-Klappe war es cool. Genau, eigentlich war es cooler, aber wie gesagt, es könnte beim TÜV Probleme natürlich Kennzeichen geben. Deshalb ist die Entscheidung zu einer neuen. Genau, ach ja, wo wir gerade aufhaben. Genau. Der wird innen drin noch auslackiert. Originalfarbe war ja rot. Das wird jetzt nicht professionell hier mit riesen Shishi, sondern das wird in der Außenfarbe auslackiert, so dass es optisch ansprechend ist. Richtig. Und das hier weg, das ist ganz wichtig. Genau, und das Blech, das, also die Auspuffanlage kommt ja auch weg. Können wir mal eben zeigen. Ja, schieben wir ein bisschen vorne. Hier wurde da so eine, weiß gar nicht, Duplex-Anlage dran gemacht. Deshalb die Heckstürze und die Auspuffanlage wird umgerüstet oder rückgerüstet. Genau, und dann muss das hier auch weg. Das haben die rausgeschnitten, Leute. Genau, das haben die rausgeflext und eingeschweißt hier. Ja, das kommt halt alles wieder auf Original. Es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, aber es ist halt schlimm. Ist halt, ne? Wollte ich gerade sagen. Es ist halt einfach. In dem Zug macht man es einfach neu. Genau, Heckklappe neu, das neu, die Dings neu. Also es ist viel, was neu ist. Rückleuchten eventuell. Ja, Rückleuchten auf jeden Fall. Nein, nicht eventuell, auf jeden Fall. 100%. Ich würde da gerne mit dem Hammer reinhauen, ne? Sag's, ja, wie es ist. Ne? Schon ja, also kein Spaß. Das Ding, ich weiß. Ich finde das cool. Ich finde das auch cool irgendwie. Ich finde das cool. Also die meisten hassen das Ding. Ich finde es cool. Ich finde es auch. Marcel. Lassen, 100%. Ich finde lassen. Ich finde, es macht so viel aus. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich das nicht anstatt in dem Blau sogar in Schwarz machen würde. Schwarz vielleicht, ja. Dass das länger wirkt. Weil das ist echt. Keine dumme Idee, wirklich. Schreib das auf. Wirkt gerade wie so eine Schießscharte, weißt du? Ja, hat die Dachkantenspoiler. Also beim Touring nennt man das Dachkantenspoiler. Ich würde es auch so sagen. Ja, es ist. Ja. Dachkantenspoiler, ja, ich glaube schon. Ist von Rieger, ich habe sogar ein Gutachten dafür, also das können wir sogar eingetragen. Also das wäre nicht das Problem. So, dann haben wir... das hier. Antenne, genau. Antenne. Das war, soweit ich weiß, Telefon. Ja. Es sieht nicht... Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es original war, es sieht aber... Nein, ah! Das war nicht original. Das ist nicht original, nein, definitiv nicht. Aber im schlimmsten Fall könnte man das für eine coole Antenne nehmen, dass man die neu optisch mit diesem Haifischschloss vom E60, glaube ich. Ja, aber ja. Das... Vielleicht gibt es den kleinen. Die gibt es in relativ klein sogar. Genau. Als zum Nachrüsten. Müssen wir mal schauen. Ja. Also da muss auf jeden Fall was... Sowas meinen wir mit, es wurde zwar alles gemacht, aber nicht... Nicht alles so cool. Nein, nicht alles so top, genau. Also das sind halt so Dinge, da fließt halt Zeit und Geld rein, das ist unglaublich, ne? Da ist halt der ganze Himmel raus. Ja, der hängt eh, der muss sowieso gemacht werden. Ja, der hängt eh. Oh, yo. Ja. Okay. Ja, dann kommen wir auch schon zum Thema Innenraum. Richtig, genau.
Und zwar, ich mache den Marcel mal auf. Die Scheibe nicht vergessen. Stimmt, genau. Die kommt auch noch getauscht. Und dann. Das ist nämlich gekratzt, ne? Ja, das ist graviert, genau. Graviert. Graviert. Und dann wird die auch noch getönt. Wie die hintere. Genau. Richtig, beide getönt, ja. So, dann haben wir. So, größte Thema aktuell im Innenraum ist, glaube ich, so das Thema Lenkrad. Ja, stimmt. Der Marc hat ja schon gesagt, wir haben hier ein Lenkrad ohne Airbag. Das ist relativ schwierig zu bekommen. Ja, und Vorfacelift, genau. Genau, Vorfacelift. Und wir reden hier dann eigentlich über einen E30 M3 Lenkrad. Ja. Und da sagte der Marc, da sind wir auch so vierstellig, so roundabout 1000 Euro, wenn nicht mehr. Nee, so nicht. Aber die sind halt einfach nicht zu bekommen. Es geht sich hier nicht um Preis, mehr oder weniger, sondern sind nicht. Ich habe geguckt, es müsste ein MTech 2 Lenkrad sein eigentlich. Ja, eins habe ich gefunden, war irgendwo am Arsch der Welt, war 2 Minuten bei Kleinanzeigen drin und schon war es weg. Ja. Also da auch nochmal der Aufruf, wenn ihr eins habt oder jemanden kennt, der eins haben könnte, schreibt den Marc gerne an. Ja, auf jeden Fall. Also es muss vor Facelift sein, und M am besten, M-Lenkrad, also ein M-Tech-Lenkrad in dem Fall. Und ohne Airbag. Und ohne Airbag, richtig. Das ist halt. Die Frage ist, vielleicht kennt sich auch einer aus von euch damit. Ich würde gerne das normale M-Lenkrad reinmachen vom E36. Ob man Airbag nachtragen kann oder ob man den... Nein, da müsste ich ja komplett System nachrüsten. Das ist ja Schwachsinn, das ist ja kacke. Ne? Ja, ist ja auch voll die Arbeit, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber das ist unnötige Arbeit. Muss ja auch die Sensoren und alles haben. Nee, was sind Sensoren? Das ist nur vorne, Airbag. Dass der aufgeht. Nein, das ist hier, das ist ein Sensor hier unten drin. Das ist ein Crash-Sensor. Der hat vorne, glaube ich, gar keinen. Hat er gar? Nee, glaube ich nicht. Bin mir nicht sicher, ich glaube auch nicht. Aber neuen Autos sind die. Ja, die hast du überall. Sehr richtig. Ja, aber ich würde einfach gucken, ob man vielleicht so ein Dummy-Airbag kriegt dafür. Ja. Dass das optisch halt... Geht auch. Theoretisch müsste es gehen. Oder ob man das so verbauen kann und den Airbag nicht anschließt, ist natürlich halt so eine Sache. Weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr da helfen. Okay, weiter. Dann kommen wir Thema Türpappen. Die sind nachbeledert. Ja, richtig. Und hier... Sag mal. Die sind aber vollständig, das ist das Schöne. Ne? Also genau. Also das war mal cool gedacht. Das sieht auch sicherlich, wenn das ordentlich hier verbaut ist, gar nicht so schlecht aus. Vielleicht können wir die auch retten. Genau. Müsste man halt mal schauen, ob man die einfach mal ordentlich kriegt. Vielleicht auch mal mit irgendeinem Sattel. Weil ich finde das nicht schlecht, das Blau. Ich finde das passt sehr gut. Ja, richtig. Das ist halt nicht too much, aber so wie sie aktuell sind, sind sie halt. Hinten sind auch hier, guck mal, kannst du hinten reinfilmen? Oder ich kann die holen, guck mal hier. Da haben wir sogar noch die für hinten. Also die sind alle. Und jetzt, hier sieht man aber auch, wie gut das halten kann. Guck mal hier. Ja. Weil da sieht das nämlich ziemlich cool aus. Da haben die das nämlich auch gemacht. Es wurde auch komplett entfernt, glaube ich, ja. Dann wurde das nachbeledert. Ja, da hat jemand mal richtig Geld investiert, sage ich euch. Das war damals, war das nicht billig. Also wenn das jemand gemacht hat, der keine Ahnung davon hatte, also zumindest der selber das nicht machen konnte, hat das Auto weggegeben, der hat richtig Geld gelassen da. Dann ja. Im Dekorteile. Genau. Das ist halt alles eigentlich Leder, ne? Ja, das ist so ein komisch, ja, das ist schwer zu besagen, das ist so weich hier, guck mal. Aufgeschäumt. So weich. Das ist aufgeschäumte Kunststoff. Genau. Ja, genau. Und das ist halt alles einfach nur lackiert. Außer hier, da müsste Holz gewesen sein. Das weiß ich nicht. Das könnte Holz gewesen sein bei dem hier. Holz. Das muss man halt alles auch irgendwie wieder schwarz kriegen oder in Original. Da bin ich aber überlegen, ob wir das vielleicht in dem hier Mikrofaserstoff von Wrapping International machen. Genau. Oder beziehen halt, ne? Ja, manche. Das wäre halt das Schönste. Genau, richtig. Das Mikrofaser hier, genau. Nein, einfach Anthrazit bzw. schwarzen. Wir können auch mal eine andere Farbe nehmen. Ich habe so einen Kasten gekriegt, kann ich gleich mal kurz zeigen. Oder wir können gleich mal gucken. Da sind verschiedene Farben drin, was man da am besten machen kann. Vielleicht kriegst du ja auch so. Vielleicht ein bisschen mit dem Blau und ein bisschen mit Grau arbeiten. Gibt's Blau. Ja. Genau. Ja, so, ja, aber nicht zu viel. Gucken wir gleich mal. Also Schiebedach, funktioniert nicht. Habe ich getestet, geht nicht auf. Okay, ja. Könnte Sicherung sein, habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Genau. Schau mal auf, Schiebedach nachprüfen. Wir haben Werkstattauftrag. Die Liste wird immer länger. Und haben die Karre nicht mal hochgehoben. Hey, Willi weiß alles. Ja, 62 und geht immer noch. 62. Ja, Sitze. Genau, Sitze, haben wir die Sportsitze rausgemacht. Haben wir auch kurz in dem Jahresabschlussvideo, hast du es eben genannt, ne? Genau. Da haben wir das gezeigt. Sportsitze sind raus, Konsolen sind raus. Ich habe einen neuen Ledersitz reingemacht, hier aus dem Drifter, dass wir das Auto hier bewegen können. Dann ist mir sowas hier aufgefallen. Guck mal, das Auto ist innen nicht komplett lackiert worden. Was natürlich auch logisch ist, das macht jetzt nicht unbedingt jeder. Da brauchen wir nicht drüber reden. Es werden die Türkanten mitlackiert und dann ist auch gut.
Und dann macht man das innen eigentlich nicht mit. Das ist auch vollkommen okay. Also da würde ich jetzt nicht meckern oder so. Aber ich würde sagen, dass wir das machen, oder? Innen, also hinten auch, so wie in den Seiten und sowas, alles, was wir sehen. Dass wir das einfach ein bisschen blau machen, also so wie die Außenfarbe hier ist. Einfach nur, dass das halt vollständig ist, oder? Ja. Wenn du eh schon hinten bist, siehst du ja eh nicht, das ist ja einfach ja. nur Nein, es ist einfach nur, dass er komplett lackiert wurde. Ja. Und dadurch, dass wir das halbe Armaturenbrett eh auseinander pflücken müssen. Auch dahinter. Ja. So weit wie möglich. Ja, richtig, das war so genau. Thema Innenraum. Richtig, würde ich sagen. Das ist grob jetzt Innenraum, ja. Genau. Tüten sind eigentlich alle gut, bis auf die eine kleine Kante das da. Das Airbrush vom hier über dem Handschuhfach. Ja, das kann man komplett tauschen. Das kann man. Das tauschen einfach. Und dann machen wir einmal, Marc darf einmal die Haube öffnen. Oh, ich darf die Haube öffnen. Eine Sache noch zum Innenraum. Ja, wahrscheinlich. Die ganzen gefundenen Kabel. Ach so. Das ist bestimmt viel Anlage und so. Ja, ja, war auch. Sehr, sehr viel. Ja. Verdammt viel. Ja, ich meine, ich habe auch sowas hier gefunden. Komm mal rum. Das waren so US-Seitenblinker. Das waren die US-Seitenblinker. Sowas ist auch zusätzlich zu den Kabeln, die du jetzt gerade gesehen hast. Ist das halt rundherum hinten was? Ja, auch. Also wie gesagt, der hat sich mal richtig. Da hat sich Mühe gegeben, weil das ist gesagt. Wirklich scheiße, alles einzubauen. Ja, ja, das ist nicht mal eben gemacht. Richtig, genau. Das war früher auch bestimmt richtig cool. Also bis auf den 46 wurde, der war damals schon nicht cool, aber. Ja. Ja, doch, zu der Zeit war er cool. Ja, vielleicht. So. Ich weiß es nicht. Mein Fall ist es absolut wahr. Nein. Auch hier hat man im Jahresabschlussvideo darüber gesprochen, dass. Also, wie gesagt, sowas kann man eventuell lassen. Das ist eh ein Teil. Vielleicht stört es einen gar nicht, wenn nur dieses da ist. Nee, das kommt raus. Das finde ich am schlimmsten. Echt? Ja. Ich finde das gut gemacht, sehr aber gewöhnungsbedürftig. Aber das würde ich vielleicht so als Blickfang lassen. Aber hier so das alles, ja. Das ist einfach too much. Gerade hier, das finde ich ganz schlimm. Ja. Auch so das hier. Koni im Ja, das kann man einfach tauschen zum Glück, Alter. Das ja, das kannst du einfach einen neuen Deckel holen. Kannst du einfach einen neuen Deckel holen. Aber genau. Das sind halt Sachen, ne, dass. Ja. Genau, wie Wischwasserbehälter einfach einen anderen nehmen. Ist ja nur 2,5 Liter, also ganz. Aber ganz auch billig. Da sieht man wieder, da hat einer richtig ja. Mühe investiert. Das zu lackieren ist halt echt nicht einfach. Das oder auch die ja. Andere. Ja, das waren, das heißt, die waren alle raus. Ja. Die müssen alle raus gewesen sein dafür. Das ist alles nicht geil. Also. Ja. Aber gut, wie gesagt, ist heutzutage wirklich nicht gar nicht mehr gefragt. Es sei denn, einer möchte zum Teil haben, schreibt den Marc. Genau, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr euch preislich sicherlich einigen. Könnt ihr alles haben. Was sagst du den Scheinwerfern? Ich finde die gut. Nein. Du findest die gut? Ich finde die gut. Das sind die schlimmsten Scheinwerfer. Ich finde die gut. Nee. Entschuldigung, kommt so lang. Nee, raus, definitiv. Scheinwerfer weg. Bosch Linsenscheinwerfer mit den ganz normalen M-Blinkern original wieder machen. Darum geht es ja, das Ding original zu bekommen. Gegebenenfalls, was die einzige Option, die ich noch dazu hätte, wäre vielleicht die Blinker in Smoke zu nehmen. Also so ein Smoke-Weiß. Bisschen dunkler, genau wie hinten die Rückleuchten kann man auch so nehmen. Das wäre der einzige Kompromiss, wo ich sagen würde, das wäre noch okay. Wenn vorne und hinten, muss halt beides dann sein. Die Haube wäre sogar verlängert hier, ne? Ja, natürlich, die ist gescheit. Ja, merkst du auch. Nee, das merkst du hier oben nur. Hier. Aber was hat er denn hier? Hier merkst du es, guck mal da, ist die Schweißnacht. Ja, aber hier. Die siehst du auch. Ja, die das siehst du ganz gleich hier schon, oder? Ja, ja. Das rostet dann irgendwann automatisch, ja. Ja. Genau. Ja, so, da. Frontschussstange, also Nierenblech, logisch, ne? Nierenblech, logisch. Nierenblech, Frontschussstange wissen wir nicht, ob es ein Original ist, das werden wir gleich von unten sehen. Ich habe das Gefühl, dass es das Stück von Riga noch ist. Es kann sein, dass die tatsächlich nicht original BMW ist. Die sieht sehr gleich aus, ja, tatsächlich. Aber. Ja gut, du darfst nicht vergessen, es sind jetzt diese komischen lackierten Leisten drauf, deswegen sieht es vielleicht ein bisschen schlimmer aus. Aber es könnte noch eine originale M sein, bin mir aber nicht ganz sicher, weil da unten Schraubenlöcher sind, die sind zu, ich denke jetzt mal, zu genau gleichmäßig, die da nicht hingehören eigentlich. Aber gut, da gucken wir jetzt mal runter und vor allen Dingen gucken wir, dann sehen wir dann, ob es eine originale ist. Da würde ich sagen, Auto nach oben, ne? Wir fangen hier an. Erstmal das mit der, das hier ist das, was ich meine mit der Frontschürze. Die sind mir zu genau. Oder der hatte mal ein Schwert darunter. Das Ding ist, es gibt ja das Schwert, aber ich meine, das wurde nicht da geschraubt, oder? Also der hatte das Schwert auf jeden Fall darunter, das weiß ich. Das ist ja auf den Bildern auch zu sehen. Oh, der ist ja undicht. Ja, das ist sehr wohl. Uninteressant. So, also. Bremsverrohrung, also Bremsding ist da. Und ist auch die richtige. Original BMW. Das müsste die richtige Nummer sein. Mit Loch für 75 mm Durchmesser, das ist das Richtige, ja. Das heißt, das ist auch teuer, die M-Roro, also die M-Bremsstoffkanäle für
Dings, die Kamera, die ist richtig scheiße auf das Video. Am besten, wenn wir die so halten, ist perfekt, ne? Oder? Willst du die halten einfach? Ja. Also die sind schon mal original. Jetzt die Frage, ist das nach der BMW? Oh, meine Kaugummis. Ist das eine Stange. Stoßstange? Also ich meine, das stand hier vorne immer. Hier drinne. Doch, da ist die Nummer. Ja, ja, hier ist aber nur überlackiert. Ah, dann ist das mal original. Könnt ihr da gucken? Aber wie gesagt, dann ist der hier da. Da, Schwert jetzt sieht man das da. Siehst du das drin schimmern? Ach, da. Ja, ganz leicht. Ja, klar ist der das so. Schwert. Ja, dann ist er, ja, ich weiß doch, das sieht man auf den Fotos. Ja? Habt ihr die Fotos geschickt? Weiß ich nicht. Ja. Weiß ich doch nicht, Junge. Du mir alles schickst, ja. Schweinskram. Schweinskram. Okay, lassen wir weiter. Gehen wir her. Wir gehen weiter. So. Also Servoleitung. Servoleitung und ich. Jetzt aber habe ich mich gerechnet. War er. Ich wäre erstaunt gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Sagen wir mal so. Ja, der Wagen stand halt einfach lange. Und das müssen wir jetzt hier mit im Kopf haben. Ja, Spurstange. Oh, da hat aber jemand mit der Zange. Schreibt mal Spurstange bitte auf. Beide Seiten machen wir einfach direkt neu. Komplett. Ja. Quellenanker kannst du auch mit aufschreiben. Mal will ich auch direkt neu machen. Benzinfilter. Weiß ich jetzt schon, dass er gemacht werden muss. Also. Ja. Ja, Ölwechsel brauchen ja auch schreiben, das ist ja Standard. Also, guck mal da oben. Das sind mit dem Händelstangen her. Ja, das sind mit Quellenkassatz zusammen. Okay. Federn, guck mal unten, oben fast neu. Ja. AP-Fahrwerk oben, da. So gut wie neu. Ja, sieht aus wie neu. Wie eine Woche gefahren. Ja, richtig. Die sind noch nicht lange, die waren ja nicht viel. Guck mal, die waren mal lackiert. Ja. Ja, die sind eigentlich, glaube ich, sogar rot. Oder? Ja, ich glaube, Standard sind die rot. Ich bin mir nicht sicher beim keine Ahnung. Jetzt Bodengruppe Zustand. Ich sehe... Das ist Standard. Ich bin sehr beeindruckt. Guck mal hier. Komm mal hier rüber zu mir. Guck mal hier. Hier ist nichts. Ist nicht durchgegammelt. Ich würde sagen... Das ist das erste Mal, dass ich eine E36 ohne durchgegammelte Waagehebeaufnahme. Jahreswagenzustand. Mhm. Sieht also echt gut aus. Du darfst dich halt hier nicht täuschen lassen, ne? Nee. Ist dreckig, ja. Dreckig, ja. Ist der Benzin, super, ich, ne? Aber... Ja, der ist hier auch. Tage, auch super. Ja, wo der einmal falsch aufgepackt worden war, hier, glaube ich, oder? Nee. Oder ist das nur Unterbodenschutz, der so komisch? Das ist Unterbodenschutz hier. Okay. Ja, ist Unterbodenschutz. Ja, aber das sieht... Auch hier? Nichts? Ja, passt rein. Gar nichts, ja, da nicht. Oben auch nichts. Also siehst, dass der immer trocken gestanden hat. Ja. Hier, da, nichts. Hier, das ist kaputt. Schreibe auf, Auspuffgummi. Ja. Machen wir auch beide. Das ist nämlich auch kurz vor. Oh mein Gott, ich sehe was richtig Gutes, Leute. Warte, nein, noch nicht so weit gucken. Wir machen das gleich. Ich habe was richtig Gutes für euch gesehen. Also, für mich, für mein Budget gerade gesehen. Alles gut. Also hier haben wir, guck mal, die Bremsleitung, guck mal. Wie neu die aussehen. Ja, vorne auch. Holy shit. Ja, das hier hast du auch gezeigt, ne? Guck mal hier, Längslenkerlager. Guck mal da oben rein, bitte. Das sieht aus, als wenn es gerade aus dem Lager gekommen wäre. Von unten, muss ganz von unten filmen. Da. Ach, da. Guck mal. Freddy, guck mal hier. Guck mal da rein. Ja, krass. Das ist geil. Also, das scheint, als hätte der sogar mal irgendwie Service gekriegt, ja, bevor der abgestellt wurde. Hier sifft der überall ein bisschen, aber da sind die Dichtungen ist, hart geworden. Ja. Ne? Vorne halt die Servoleitung, aber das sonst ist der fuchtstrocken. Das Gummi ist auch kaputt hier. Differentialgummi. Ja. Siehst du von hier? Komm mal rüber zu mir. Ja. Das Gummi ist kaputt? Ja. Ja. Was mit dem Rest hier oben? So, und jetzt einmal kurz zu mir, bevor du jetzt weiter guckst. Warte kurz. Im Fahrzeugschein ist ein Bassstück Endschalldämpfer eingetragen worden. Lass uns mal bitte gucken, weil guck mal, was die einfach nur gemacht haben. Bruder! Und ja. Das ist ein Bassstück Endschalldämpfer. Ja, aber guck mal, was die hier gemacht haben. Ja, aber das kann man doch wieder zurückbauen. Ja, das ist crazy. Ja. Yeah. Also das haben die auf jeden Fall nicht gut gemacht. Das hat irgendjemand gemacht, der gar keine Ahnung hat. Der gar keinen Bock hatte. Vor allen Dingen, guck mal, wie das geschweißt wurde. Ist offen. Da ein Endkappe drauf, das war aber auch. Das ist einfach ein Rohr, die haben hier einfach Rohr geschweißt. Ja, aber wie cool ist das denn? Ich kann, guck mal. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Guck mal, wie schnell wir das wieder original kriegen. Das ist ein Bassstück Endschalldämpfer, der eingetragen ist. Hier ist die Nummer noch. Sogar für den M3.
Entschuldigung, 3M. Ja, warte mal, ich filme so herum. Running Gag, ne? Warte, dann 3M sieht man ja. Ja, also so gefilmt, ja. Wenn man so nimmt, ist es... Oh, sieht man, warte, ja. Sieht man ganz schlecht wegen Licht. Das ist zu hell. Was ist denn hier Auspuff? Da M3. Gummis. Ja. Oh, die Dingslager. Ja, die habe ich noch neu, das ist kein Problem. Die sehen aber auch noch gut aus. Ah, das Blech habe ich da auch neu. Was hast du neu? Ja, das haben wir noch neu gekriegt. Noch gut. Das ist sogar noch gut tatsächlich, ja. Was ist denn hier? Kannst du einmal hier Licht? Ja, das hat die Reserveradmose. Ja, ja. Ja, aber das ist auch sehr gut. Aber das ist reparabel. Ja, das kriegst du wieder hin, aber das ist halt auch nicht schön gemacht. Ne? Nee. Aber gut, das kriegst du hin. Aber guck mal, ja, das ist jetzt das, was wir sagen. Das ist das, was mich am meisten ärgert, dass sie das gemacht haben. Ja, aber guck mal, wie viel Luft. Die hätten kaum was wegmachen müssen. Die hätten eigentlich nicht. Die hätten einschneiden müssen, ja. Und reinkloppen müssen. Ja, ja, genau. Das wäre viel besser gewesen. Ja. Na gut, das ganze Ding hätte ich so nicht gebaut. Also, nein, absolut nicht. Also, guck mal, hier wurde irgendwie nochmal zwischengeschweißt. Vor allen Dingen, dass das dann hier so dann darüber muss. Das haben sie dazwischen geschweißt, weil sie hier oben noch einen Halter gebaut haben. Genau. Aber der ist auch schon abgerissen. Deswegen hängt der Auspuff auch so. Ja, ja, klar. Natürlich macht das ja, aber der war ja immer auf Spannung. Guck mal, der so stehen. Ja, genau. Der war auch da oben angeschweißt. Ja, ja. Hm. Aber voll geil. Für uns ist das wirklich ein gutes Zeichen. Okay, das kannst du. Wirklich gutes Zeichen. Oh, zerleicht du mal hier rein. Ja, okay. Oh, die sehen aber auch noch. Oh, die gehen noch, die sehen außen schlimmer aus. Ja. Und Koni. Auch gut. Ich sehe Koni Dämpfer, genau. Auch, die sehen auch richtig gut aus. Ah, nee, das ist ja, das gerissen, ja. Das ist ein Arsch. Koni Dämpfer. Ja, aber das Ding ist, bei der langen Standzeit müsste eigentlich jedes Lager fast getauscht werden. Oh ja. Die sehen aber eigentlich alle ziemlich gut aus. Das Einzige, was halt wirklich sifft, ist das Scheiß. Servo und hier. Ja, genau. Ah, gut, hey. Also ich hoffe, ihr feiert das, dass wir so genau hier drunter gucken. Ja, die kenne ich, die sind nämlich ein bisschen anders. Die habe ich von Lorin aus. Habe ich Sand gestrahlt und dann da Sandstrahlen lassen. Nee, habe ich selber gemacht, stimmt. Am Kollegen. Das Fahrwerk sieht auch noch gut aus hier. Ja. Das ist aber noch nicht so lange drin. Das siehst du ja auch in den Federn. Ja, vorne. Guck mal, die Federn. Auch hier, guck mal, hier die Federn. Ja, die sehen aus wie neu. Ja. Boah, die sehen richtig aus wie neu. Siehst du die? Ja, schon. Von hier. Genau, da. Guck dich das an. Wie neu. Hier gucken, die sehen aus wie neu. Ja, die sind auch neu. Ja. War der Unterboden versiegelt? Ich glaube ja, weil das ist alles, was abblättert. Ne? Ja, ja, genau. Das ist kein Dreck, oder? Nee, das ist kein Dreck. Ah, das kann ja auch diese Schutzschicht sein, ja, die vom Werk auf bekommen haben. Ja. Die Wachsung. Das ist Wachs. Du siehst halt hier auch, guck mal, hier an den Blechen. Ja, hier ist... Das ist aber normal. Das ist Alu. Aber dass das noch so gut da ist. Das Krasse finde ich wirklich persönlich. Ja, die Leitung. Die. Geh mal zur Seite. Die ganze Bremsleitung sieht einfach aus wie neu. Also, das ist echt krass. Also, ja. Oder was sagst du dazu? Mega. Also ich finde, den Zustand ist halt Porno. Das ist nicht geschweißt, das ist so. Ja, das ist so. Den ich an Dings verkauft habe, der ist auf jeden Fall auch anders gewesen. Oh, hier müsstest du nochmal gucken, ob die nicht durch sind. Ich glaube nicht, dafür hat er kein Wasser gesehen. Ach, die sind nicht durch. Weißt du, wie der andere aussah und der war nicht durch? Nein, musst du mal abschauen. Nein, die sind vollkommen in Ordnung. Was mich wundert, ist sowas hier? Das verstehe ich nicht. Aber das ist ein originaler Cut, das sind normale Namen da sonst noch drinne. Die sind beide hier oben drauf. Ich vermute mal, das hat sich hier durchgerieben. Das könnte sein, ja. Vielleicht auch, guck mal, der ist ja schon richtig rot. Das hat sich sehr wahrscheinlich durchgerieben. Oder wegen des Aufsetzens. Guck mal, hier, er hat schon mal aufgesetzt, hier. Ja, mehrmals, und hier. Ja. Und das ist ja die tiefere Stelle. Eventuell ist der hier kaputt gebogen oder sonst irgendwas. Und deswegen haben sie es drüber gesetzt. Genau. Also cool, das finde ich jetzt hier auch Matsche gemacht, weil die hier aufgebockt haben. Oh, Plastik, upsala. Oh, ein bisschen Spröde. Ja, upsi. Aber der ist sowieso hier eingedrückt worden, weil sehr wahrscheinlich wurde der Wagenheber hier angesetzt. Siehst du auch hier, wie schräg der hier ist? Der im Vergleich zu hier. Ja, ja, wobei hier auch. Ja, aber, ja, hier, aber nicht so schlimm, hier ist nicht so schlimm. Ja. Aber ist egal, Kotflügel kommt eh runter, also uninteressant. Aber das hier, kein Rost, nichts, das gefällt mir, das ist so gut. Das ist wirklich ein nicer Zustand. Okay, ist das, gar nicht. Das passt wirklich nur raus. Ja, ne? Ja. Vom Innenraum. Also technisch, richtig. Wie gesagt, ganz normal. Ein Service, großen Service. Ja, ja, der kriegt Öl, alle Öle neu. ATF-Öl. Ja, steht MTF drauf, glaube ich. ATF steht. Steht bei dem ATF? Jo, stimmt. ATF-Öl. Ja, das mache ich. Das ist so ein Trick übrigens, falls ihr das bei euren
Automatik-Transmission ja, Fluid. Richtig, ja. Das machst du, um einen Intervall zu erzeugen. Da kann man so gerade erkennen. Ja. ATF. Oh, ja. BMW Bestnummer 81229405558. Mega. Geil. Also das hat man früher tatsächlich gemacht, könnt ihr aber euren Daily Drivern auch machen, by the way. Also zumindest habe ich das auch bei allen, bei meinen Straßenfahrzeugen gemacht. Und zwar das Long-Life-Öl vom BMW raus aus den Getrieben. Und ATF. Und durch ATF-Öl wechseln, aber 60.000 Kilometer wechseln dabei ein, einhalten. Ja. Warum redest du dazwischen, wenn ich rede mit meinen Homies? Tut mir leid, Leute. Der redet einfach immer die ganze Zeit. Halt die Schnauze, was redest du denn da? So was? Aber Nebelscheiner fahrst du ja. Die sind auch nicht original. Ja, nee, das sind Klarglas. Hier, guck mal. Nee, das ist Klarglas, das sind nicht original. Die sind kaputt. Ja. Haben sich hier auch schon. Da fehlt die Bremslüftung. Hier. Das haben sie extra schwarz lackiert. Nein, das ist das Chrom, was abblättert. Ist das auch so schwarz? Okay. Ja, das blättert Chrom, ab. Das löst sich darin auf, ja. Hier fehlt die Bremsentlüftung. Also rechts. Bremslüftung. Ja, rechts. Ist da. Schreib's auf. Was sieht man? Hier nicht. Ist nicht da. Ja. Und da ist da. Da ist da. Ja, fehlt aber, glaube ich, die kleine Ansaugung nach oben. Genau. Ja, das da. In dem Bremskanal ist hier oben so eine Ansaugung nach oben. Die fehlt auch. Da müssen wir mal gucken, ob wir die bekommen, oder? Da, das fehlt. Ja, genau. Aber was ich. Was ist das denn? Das ist für AOC-Sensor, glaube ich, das. Also, jetzt mal ehrlich, ich muss sagen. Nicht, also ich hätte den schon. Ich bin hart beeindruckt, tatsächlich. Ich habe jetzt wirklich das Schlimmste erwartet, ne? Weil bei sowas weiß man ja nie. Ich habe nie von unten gesehen, den Wagen. Ich habe auch nicht drunter gefasst. Einzig und allein, weil ich halt wusste, dass der Wagen 8 Jahre in der Garage stand. Also bei demjenigen, den ich kenne. Und ich kannte das Auto ja auch. Gut, wenig ist es nicht. Nein, aber das sind halt Standschäden. Wollte ich gerade sagen. Das ist aber alles. Das sind Standschäden. Das ist kein Ding, wo du sagst, gerade eine Katastrophe. Aber ich sag dir ganz ehrlich, da machst du Querlenkersatz, machst du so oder so. Ja. In diesen 8 Jahren wurde das halt einfach nicht was gemacht. Was nervig ist, ist halt hier die Bremsenlüftung. Ja, du brauchst eine Seite. Ja gut, die Servoleitung ist okay, das Differential hinten musst du einmal machen. Genau. Ansonsten einmal eine Unterbodenwäsche und dann ist das Ding hier neu. Und dann halt oben, ne? Ja. Oben wird halt mehr. Ja, das ist so ein Scheiß. Aber das Schöne ist, es ist halt keine Schweißarbeit. Und das ist das, was mich wirklich. Rost hat der ja gar nicht. Rost hat der null. Genau. Ah, was denn? Wir haben das hier. Das ist auch uninteressant. Das sind scheiß Halter. Da brauchst du gar nicht drauf gucken auf sowas, weil das sind Halter. Das Ding tauschst und kostet 10 Euro. Ja, das würde ich aber tauschen. Ja, natürlich. Aber was mich mehr interessiert, ist, was wir eben nicht gezeigt haben. Und zwar, wie die das umgelegt haben hier, die Verbreiterung. Und das sieht eigentlich. Ich hab geschliffen im Radkasten. Ja, das ist ja nur wegen scheiß Reifen. Alter. Ja, das ist ja nur wegen falschen Reifen. Aber das ist richtig gut gemacht. Was ich so richtig gut sagen kann, aber das sieht echt verdammt gut aus. Komm mal da, wo Freddy steht, da kannst du da noch besser reingucken. Das haben die richtig gut gemacht. Geh mal da hin und guck mal, guck mal so jetzt rein. Ah, jo. Warte. Da musst du so ein bisschen reinhalten, genau. Oh, das was sagst du denn zur Bremse? Richtig, richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus, ne? Die Scheiben sehen noch gut aus. Ja, vielleicht Belege mal neu machen, erst mal gucken. Das will man ja beim TÜV sehen, was die sagen. Aber ich würde die sogar. Wenn die dick sind, dann müssen die nicht falsch. Nein, die müssen mal gefahren werden. Die sind doch nicht kaputt gerostet oder so. Nein, einfach fahren. Jetzt, ich kann die jetzt schlecht sehen durch die Felgen. Wie viel Belege. Scheiben sind gut. Ja. Habe ich schon geguckt. Die Belege sind auch super, siehst du hier. Belege. Ja, guck mal, der Sauer. Ich glaube, die sind fast neu. Ja. Auspuffgummi ist das auch geschrieben, ne? Ja. Boah, das mit dem Auspuff, das feiere ich so sehr, dass das hinten nur so angeschweißt wird. Ja, ohne Scheiß, die Bremse ist neu. Ja, ja. Oh, also die müsstest du mal messen, aber ich sag, die ist neu. Mhm. Weil die, guck mal, die Belege auch, die sind noch. Das Auto ist halt nicht gefahren worden. Das Ding hat aber 34.000 Kilometer runter. Der hat über 30.000 Service nochmal gekriegt. Ja, ich schätze 30.000 an Service und da ist das alles nur, da ist ja vielleicht noch 4.000 gefahren. Ich meine, was der hier gemacht hat, ich weiß ja auch nicht, warum. Der ist eingestellt für Spur, sehr wahrscheinlich. Ja, aber das machst du doch nicht mit Zange. Wie nee, so du hättest dagegen eine Zange, damit der losgeht. Ja, du hast hier einen Griff, dann hast du den hier überdreht. Genau. Ja, genau. Normalerweise haben die so ein Ding für einen Sechsgang. Hier ist eine Sechsgangaufnahme. Ja, Zangen. Weil einfach kein Griff mehr ist. Guck mal, das Ding saß hier vorher da, die Manschette, und das haben sie nicht festbekommen. Und deswegen haben sie das mit Zange gemacht. Ja, ist vollkommen okay. Ja, klar. Aber ich würde es trotzdem neu machen. Ja, natürlich neu machen. Weißt du, wie die. Das Reifungskreuz ist auch da. Ja. Sehr geil.
Wobei ich sagen muss, ja, hier fehlen Schrauben. Oder bin ich dumm? Nein, es fehlen Schrauben. Zwei hier Stück. Hier fehlen Schrauben? Ja, hier auch. Nee, das ist da geschweißt. Oh, guck mal, hier ist auch noch geschweißt. Hä? Jo, die haben das angeschweißt. Jo. Das ist aber nicht original. Nee, das ist eigentlich geschraubt. Da, eigentlich ist das geschraubt. Ich wette, dass die Schrauben rausgefallen sind und die haben die immer wieder angeschweißt. 100 Pro. Ja, gut. Es ist halt so. Weil du siehst auch noch die Schraubenlöcher abdrücke. Ja, hier auch. Hier war eine Schraube drin. Hier ist eine drin. Ja, und hier war auch eine drin. Hier. Ja, hier bei mir waren zwei drin. Fehlen auch. Ja, da war eine. Und ja, das aber jetzt da angeschweißt. Geil. Und da waren. Was ist das hier? Drei Stück sogar. Da sehe ich Kabel von irgendwas. Gut, das ist jetzt nichts Neues. Die Schweller sind auch mehr Kabelkamera als Schweller. Ah, hier ist nur die Ummantelung ab. Ich dachte schon, was ist das für ein Kabel? Das ist die Ummantelung ab vom Kabel. Ja, das hier. Ja, das war gut, kommt so noch gleich. Ja. Schön. Weißt du, was es ist? Oh, komm mal hier. Was ist das? Daumen auf, schwitzt der? Ja, was? Kettenspanner. Ja. Ja, aber das Riemen muss auch neu. Guck mal, da ist aber sehr viel Öl hier. Ja, das kann aber Ventildeckel sein, das ist normal. Oh, das ist Schlamm, ey. Das ist ja, das ist Ventildeckel, das ist typisch. Junge, Junge. Das ist nichts Schlimmes. Das würde übrigens auch schwarz machen, ne? Ja, richtig. Das kommt eh eine neue Frontschürze. Oh, da steht sogar Fett BMW drauf. Ja, das ist von der Abdeckung. Ja, ja. Also ich bin hart begeistert. Also was ihr vielleicht auch nicht gesehen habt, ist, ich habe hinten in der Zeit noch geguckt, wegen den Bremsleitungen, die man immer beim E36 ersetzen muss. Die nämlich über den Tank führen. Und die sind makellos. Ne? Hier. Kannst, glaube ich, nicht mal sehen, oder? Doch, so gerade eben, da sieht man sie, da lang, ne? Die sind makellos. Also die sind echt Top-Zustand, da oben auch hochgehend top. Ja. Also, boah. Boah, Junge, ey. Macht mich ein bisschen neidisch, ne? Auch die Tonnen, guckt euch mal die Tonnenlage an. Guckt euch mal die an, wie die aussehen. Ja, wie neu, ne? Keine Belastung gehabt, großartig. Ich würde gerne ein bisschen die Motorlage aussehen. Die auch in Ordnung, auch neu. Also das sind ja Hydrolager, das siehst du so gar nicht. Hier die kannst du sehen. Ruhe. Ah ja. Ja, stimmt, die sind auf jeden Fall noch dick. Ja. Und trocken. Ja, also brauchen wir nicht drüber reden, ganz ehrlich. Also das ist nicht viel zu machen. Den hast du ganz schnell eigentlich wieder auf TÜV. Zumindest mit TÜV. Das TÜV? Mit dem Endschalldämpfer wird eine schöne Sache. Da hole ich mir so Edelstahlrohre oder sowas, die man schön anschweißen kann. Ja, die musst du erstmal abbauen, abflexen. Abflexen, abbauen, ja. Aber das auch, das ist alles machbar. Ja, wollte ich sagen, das ist machbar. Ja. Was richtig kacke nochmal ist, ein bisschen der Innenraum. Ja, und die Reservemarke. Und die Reservemarke. Ja. Das ist halt viel schweißig, ne? Aber. Ja. Ach, Junge. Aber. Ganz am Ende musst du sagen, steht der Lachs gut da. Top. Fahrwerk fast neu, bremst. Also alle Leitungen wirklich komplett korrosionsfrei. Ja, genau. Unterbodengruppe komplett korrosionsfrei. Der redet gerade. Ich meine, also nicht vertun, wir haben schon eine ganz schöne Liste, aber es ist nichts, wo man sagt, das ist voll die Katastrophe. Ja, bin ich auf deiner Meinung. Bin ich deiner Meinung. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was du da an... Also wir haben jetzt aufgeschrieben, Motorhaube, Kotflügel, Heckdeckel, Dachgang, Spoiler schwarz, Antenne neu oder zu, Türpappen, Innendekor, Schiebe, Dach ohne Funktion. Ja, ich muss sehr schnell schreiben. Ja, das Problem ist ja in den Schriften. Sitze, Motorraum clean, Scheinwerfer. Dann kommen wir unters Auto, Servoleitung undicht, Spurstangen, Querlenker, Benzinfilter, Auspuffgummis, Gummis Differential, Auspuff anpassen, Bremslüftung rechts fehlt. Ja, dann aber da kannst du noch alle Flüssigkeiten tauschen, runterschreiben. Also Ölwechsel. Ja, gehört für mich zum Service. Ja, das wollte ich gerade sagen, ist für mich Service, ja. Wie viel ist im Tank noch drin? War Reservelampe gerade an. Das ist gut. Ja, ist gut, dass der alte Sprit rauskommt. Genau. Richtig. Hauen wir da einmal 102 Oktan voll. Ja, gute Idee. Aber das ist nicht dafür da, damit er mehr Leistung hat. Nein, einfach nur einmal sauber. Injektoren sauber, genau. Richtig sauber verbrennen. Ja. Richtig, das ist auch wichtig. Also viele schmeißen auch einfach ein Additiv in Sprit, aber ich finde, mit einem guten 102 von Aral. Ja, richtig. Gehen wir gleich ins Auto, dann haben wir eine Liste, die wir arbeiten können. Ja. Sehr geil. Ja, wenn euch das gefallen hat, dieses detaillierte... Bestandsaufnahme von unserem M3. Ist ein bisschen was dran, habt ihr ja gesehen. Aber auch sehr viel sehr Positives, ja, würde ich sagen.
Zustand ist meiner Meinung nach makellos. Das ist ein bisschen dreckig, bisschen. Man dachte, genau, der ist ja nie wirklich gefahren im Regen und sowas. Also, dass da jetzt unten drunter alles so ein bisschen so trocken wirkt. Also, so würde ich das jetzt darlegen, oder? Wirkt das so trocken, Freddy? Ja, klar. So, also, alles so. Sehr trocken. Sehr trocken, ja. Wüste Gobi unter der genau. Kappe. Der ist echt, außer ein paar Flüssigkeiten, die er verliert. Genau. Ja, Servo, meine Güte. Servo und ein bisschen schwitzen. Das ist meistens der Schatz. Das ist halt, das ist auch, weil das Auto steht. Ein Auto ist nicht zum Stehen da. Die richtig. Richtungen werden hart, genau. die Weichmacher gehen raus. Genau. Ne, und dann wird der hier natürlich auch beim Rangieren immer mal gestartet wieder raus. Ja. Das ist natürlich auch nicht so schön. Ja, warte mal, das machen wir jetzt aber direkt. Also meiner Meinung nach, das Nächste wird sein, dass ich die Flüssigkeiten tausche. Dass man den halt auch, dass er nicht dieses die ganze Zeit an aus bekommt, sondern starten. Genau, warm laufen lassen, also richtig warm laufen lassen. Genau, und dann so, Öl raus. Dann Öl raus, sehr wahrscheinlich auch vorher. Du hast mir doch so ein paar Ölspülungen gegeben. Ich habe noch zwei Stück. Ja, ich habe, glaube ich, auch noch zwei oder drei Stück. Die gibt man dann rein, direkt spülen die Karre und dann direkt entweder einmal billiges Öl, also was nur ein paar Stunden drin sein wird, und dann einmal gutes Ravenol 10W60 oder das von Motul. Aber das von Ravenol finde ich tatsächlich in dem Fall besser, weil von Motul, das ist nur, glaube ich, 50er. Und bei dem ist mir lieber einfach 60er, scheißegal. Ne? Und außerdem Ravenol beste. Ne? Danke, by the way. Langwieriger Sponsor hier auf dem Kanal. Ja, oder Partner, nicht Sponsor. Stimmt. Ja, danke für euch beide, ne, dass ihr bei wart wieder. Ja, sehr und Dr. Frederik. Willi. Willi. Ah ja, will auch der Willi, stimmt, ist ja nicht der Frederik. Aber ne? TÜV kriegst du so trotzdem nicht. Nicht? Nein. Okay, dann sage ich Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Oder warte. Was hast du? Lassen Sie mich nochmal gucken. Okay. Hab ich jetzt TÜV? Jetzt ja, TÜV. Okay, jetzt TÜV. Ja, okay. Bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, kommentieren, liken, Abo. Haut rein. Ah, guck mal, schenkt dem Kaugummi und der schmeißt.